Das war doch der Jonathan Seiler vom Stäbedorf am Tagblatt. Der Seiler. Der rasende Reporter. Ich kenne ihn doch mit seinem Samburu. Der Seiler. Ja, grüezi, Wutzi. Was ist denn da jetzt los? Ah, da passt was nicht. Oh Mann, so ein Klump. Aber das haben wir gleich. Ortwin! Ja, Freddy? Ortwin! Ja, Freddy! Da spielt doch schon die Musik. Die Musik? Aha! Zieh ein neuer Kalium auf und spritze wie die 40 rein. Und dann geht das schon wieder. Ja, so ein Klump. Ja, ich hör's doch. Ich hör's doch. Ja, ganz deutlich hier ist. Ja, hörst du nix? Ich hör ja die Musik. Die Musik spielt. Schau her. Hilft schon. Ja, das läuft wie ein frisches Weißbier. Perfekt. Ah, jetzt kommen wir genau richtig. Ja, richtig. Jetzt gibt es vom Metzger mir die guten Weißwürst. Oh, die Weißwürst, ja, und ein Bierbraum, ein Bier. Was gerade noch haben wir? Na, auf geht's zum Wirt. Zum Wirt. Ja, läuft die Kamera schon? Aha, ja. Ja, servus, da ist wieder euer Jonathan Seiler vom Stöffeldorfer Tagblatt. Mit dabei ist der Alleinunterhalter Loisel. Genau. Loisel, schön, dass du immer wieder da bist. Beim alten Wirt in Stöffeldorf. Ja, merci, Jonathan. Das ist eine Riesensache, dass ich mal wieder da bin, bei uns da in Steffeldorf. Weißt, bei uns ist halt doch am schönen. Und ich freue mich sakrisch auf das gute Bier und das gute Essen. Pfundig. Der Lemmy spielt ja schon auf mit seiner Harmonie. Und nachher bist ja du dran, allmächt. Das wird zünftig. Das wird eine Riesengaudi. Aha, ja. Du bist ja viel unterwegs und kennst die ganze Welt. Sag mal, wo kommst du jetzt eigentlich gerade her? Ja, ich komme gerade von Japan. Vorher war ich in der Karibik, auf der MS Weiß-Blau. Morgen spielen wir im Fasching im Baby Ecknachtl. Und dann geht's noch weiter zum Geburtstag vom Gebreiter Hansi. Ja. Ah ja, genau. Und mit dem Lemmy spiele ich dann noch bei Monsters of Heavy Metal. Ich sag dir eins, das ist für ihn nicht immer ganz leicht. Schön. Jetzt schauen wir mal, was in der Küche gibt. Schau, Schakel. Ja, wir haben einen Schweinsbraten und Mädel. Gute Weißwürst vom Metzger Michi. Dann haben wir einen Schnitzel mit Pommes Fritz. Schnitzel. Ein Knächelsülz, ein roten und einen weißen Pressock. Ganz frisch gemacht ist der Oberste. Und scharfe Paprikawürst von Moni. Aha, ja. Paprikawurst von Manni. Loisel, die Baronin von Wutz, die hat für extra ganz Fassel Wutzau-Bier spendiert. Passt. Na, jetzt geht's los. Stimmung, Musik, Audi. Das war unser Lemmy an der Harmonie. Hey, was sagst du? Lemmy, du spielst wie ein Teufel. Gerade, will man noch eine. So, und jetzt gibt's eine Musik in der Stadt, heute in Steffeldorf, beim alten Wirt. Heute haben wir wieder einen Riesenstar, einen echten Weltstar für euch. Aus unserem schönen Steffeldorf, der Alleinunterhalter Loisel. Wir haben es ja dieses Jahr geschafft,
dass er wieder bei unserem Fasching spielt. Eine Stimmung, Gaudi und alles miteinander. Leute, ich wünsche euch viel Spaß, lasst es krachen, auf geht's beim Wirt.
Hat jemand meinen Autoschlüssel gesehen vielleicht? Da ist ein kleines Manschkeli drauf. Na prima. Ich muss die ganzen Funzeln wieder abbauen. Für was brauchen jetzt diese einen Haufen Licht, hä? Auch bloß, dass es gut ausschaut auf der Bühne. Ein Knächerlsalz. Ja, mich legst du am Arsch. Alle, will noch eins. Aha, also der muss jetzt mit dem Stecker den Beutel hinüber. Ja, aha, aha. Der Ort, hey, hey, also der Ortwitz, boah, der hat es richtig drauf, das ist der totale Wahnsinn, also das glaubst du Wahnsinn, nicht. Hey. Gut, dass wir so große Radios haben. Da hört man die Musik hinüber bis nach Gonshofer. Die Leistung ist einfach unglaublich. Ein Reschen Leberkäs mit Kartoffelsalat, ein Reiberdatschi. Das Levi, unser Landler und Spielfeuer. Ja, was? Jetzt ist Scheiß? Ja, na sag ich, vergeht's gut, nicht wahr? Und na singen wir uns schon mal wieder. Thank you.